Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon unschwer am Titel des Videos erkennen konntet, wird es heute wieder einen Vergleich geben und zwar von zwei Styling Brushes und zwar von der Denman D3 mit 7 Reihen und der Tangle Teaser Wet Brush. Wenn ihr mich und meinen Channel kennt, dann kennt ihr diese beiden Bürsten auch zu 100%. Die Denman D3 ist meine Styling Brush, die ich jedes Mal, wenn ich meine Haare style, benutze. Und die Tangle Teaser Wet Brush ist mein stetiger Begleiter, wenn es ums Haarewaschen geht. Da ich aber immer häufiger die Nachfrage bekomme, ob man die Tangle Teaser Wet Brush nicht eigentlich auch als Styling Brush benutzen kann, wird es heute eben diesen Vergleich geben. Ich werde also die Denman Brush auf dieser Seite der Haare anwenden und die Tangle Teaser Wet Brush als Styling Brush auf dieser Seite der Haare. Ich habe meine Haare schon hier in zwei gleich große Hälften eingeteilt. So können wir dann nämlich nachher, wenn meine Haare trocken sind, genau sehen, ob es da irgendwelche Unterschiede oder Ähnlichkeiten gibt und welches Styling Brush für meine Haare vielleicht sogar besser ist. Ich werde jetzt hier also auch open minded reingehen. Die Denman D3 ist zwar seit 1,5 Jahren meine stetige Begleiterin, was das Styling der Haare angeht, aber ich habe es mit der Tangle Teaser Wet Brush einfach noch nie ausprobiert und dementsprechend weiß ich auch gar nicht, wie das Ergebnis aussieht. Vielleicht gefällt es mir sogar mehr als das Ergebnis mit der Denman Brush. Das ist auf jeden Fall der Plan für heute und jetzt wollen wir auch direkt damit anfangen. Meine Haare sind frisch gewaschen, ich habe noch nichts in den Haaren drin, werde aber gleich eine Cream einarbeiten, bevor ich die Brushes anwende. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe sie versucht in zwei gleich große Hälften einzuteilen, damit wir das Ergebnis dann nachher, wenn die Haare trocken sind, auch wirklich richtig gut miteinander vergleichen können. Damit wir auch relativ schnell zum Schritt mit den Styling Brushes kommen, werde ich jetzt erstmal meine üblichen Steps anwenden und zwar genauso, wie ich es immer mache. Das heißt, ich werde mir erstmal hier eine erste Partie auf beiden Seiten abklippen, da werde ich dann eine Cream einarbeiten. Das gleiche mache ich dann auch noch mit einer zweiten Partie. Dann geht es an die Styling Brush, aber ich zeige euch erstmal noch kurz, was für eine Cream ich heute benutzen werde. Und zwar ist das von Flora & Curl die Curl Activating Lotion. Kennt ihr eventuell auch schon aus anderen Videos von mir? Falls nicht, verlinke ich euch die Videos hier oben und auch hier unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch die gerne nochmal angucken. Ich werde jetzt nämlich nicht noch weiter auf die eingehen. Ist auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingscreams für meine Haare. Benutze ich wirklich sehr gerne. Das Ergebnis enttäuscht mich nie und ich weiß auch mittlerweile genau, wie das Ergebnis aussehen sollte, wenn ich diese Cream benutze. Und deswegen habe ich mir die für heute auch ausgesucht. Genau, und jetzt starte ich erstmal mit dem Styling und dann geht's an die Styling Brushes. So, ich habe diese beiden Partien jetzt soweit bearbeitet. Hier ist die Cream eingearbeitet. Ich habe auf beiden Seiten das Squish-Geräusch und jetzt geht es an die Styling Brushes, bevor ich dann mit der dritten Partie weitermache, weil ich die immer noch ein bisschen anders bearbeite als die beiden unteren. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Denman Brush werde ich auf der Seite hier anwenden und damit fange ich jetzt auch an. Ich werde hier genau die gleiche Technik nehmen, wie ich das immer mache. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier einfach erstmal so kleine random Partien, setze da dann die Denman Brush relativ nah am Ansatz an, zieh die Bürste dann vom Kopf weg und dreh die Bürste dabei auch ein bisschen und dann lasse ich das einfach fallen. So kann sich dann nämlich hier am Ansatz schon ein bisschen Volumen bilden und die Locken werden aktiviert, sich schon zu kringeln. Und das mache ich jetzt hier mit der ganzen Seite immer mit kleinen Partien. Das ist auch relativ egal, ob man die Bürste von hinten oder von vorne ansetzt. Ich mache das eigentlich immer so aus dem Gefühl heraus. Ich achte da gar nicht wirklich drauf. Wichtig ist für mich nur einfach, dass ich die Haare einfach vom Kopf wegziehe, um eben Volumen zu kreieren und die Haare dann fallen lasse. Und mit dieser Technik fahre ich jetzt seit fast 1,5 Jahren eigentlich relativ gut und bin auch mit den Ergebnissen eigentlich immer relativ zufrieden. So, hier konnten sich jetzt schon ein paar Bündelungen bilden. Man sieht das, glaube ich, auch ganz gut, dass hier ein paar größere, aber auch ein paar etwas dünnere und strähnigere Bündelungen sind. Das werde ich jetzt erstmal so lassen. Und jetzt geht es an die andere Seite zu der Tangle Teaser Wet Brush. Da ich die Wet Brush noch nie als Styling Brush benutzt habe, weiß ich gar nicht genau, welche Technik jetzt am besten wäre. Da werde ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren. Ich glaube aber, für diesen Direktvergleich macht es am meisten Sinn, wenn ich hier einfach genau die gleiche Technik wie bei der Denman Brush anwende. Das heißt, ich nehme hier jetzt einfach solche kleinen Partien, setze die Bürste hier dann auch wieder relativ nah am Ansatz an,
ziehe die Bürste und somit auch die Haare vom Kopf weg und dabei drehe ich die Bürste ein bisschen und dann lasse ich das auch einfach fallen. Und das mache ich jetzt mit dieser Partie auch. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon den Eindruck, dass die Haare auf der Seite einfach ein bisschen mehr noch durchgekämmt werden, weil die ja auch ziemlich engmaschig ist. Also da sind ja sehr viel kleinere Lücken als bei der Demon Brush und auch somit sehr viel mehr rein. Hilft vielleicht auch ein bisschen mehr, das Produkt gleichmäßig in den Haaren zu verteilen. Aber was die Bündelung angeht, bin ich auf jeden Fall nachher sehr gespannt, wie das aussieht. So, das habe ich jetzt gemacht und wenn ich das hier jetzt so schon im Spiegel vergleiche, dann sehe ich jetzt schon, dass auf der Tangle Teaser Seite ein bisschen gleichmäßigere Bündelungen sind als auf der Demon Brush Seite. Kann aber natürlich auch einfach nur dem geschuldet sein, dass meine Haare noch nass sind. Ich werde es auf jeden Fall einfach mal jetzt so lassen und mit der dritten Partie weitermachen. Hier werde ich das jetzt auch erstmal so machen, dass ich die ansprühe und das Produkt einarbeite und dann geht es hier auch wieder an die Styling Brushes. So, das Produkt ist eingearbeitet und hier gehe ich jetzt von hinten nach vorne. Das heißt, ich nehme hier jetzt auch wieder kleine Partien, setze die Bürste da jetzt relativ nah am Ansatz an, ziehe die Haare jetzt Richtung Hinterkopf und lasse es dann auch nach hinten fallen. So kann sich hier dann nämlich auch wieder so ein bisschen Volumen bilden am Ansatz. Und eigentlich, wenn ich das jetzt hier als eine große Partie bearbeiten würde, würde das eben dabei helfen, dass sich kein Scheitel bildet, beziehungsweise dass die Haare einfach so fallen, wie sie natürlich fallen würden. Dadurch, dass ich aber jetzt gewollt mit einem Scheitel arbeite, ist es dann natürlich hinfällig. Trotzdem bekomme ich aber so das nötige Volumen am Ansatz und deswegen bleibe ich auch heute bei der Technik. Und damit arbeite ich mich jetzt langsam nach vorne. Und wenn ich bei den Haaren hier direkt an der Stirn angekommen bin, dann bearbeite ich die mit Fingercoiling, weil ich hier nämlich solche dünneren, kürzeren, feineren Strähnchen habe. Hier sowas zum Beispiel. Und das sieht gerne mal ein bisschen frizzy aus, wenn die Haare dann trocken sind. Deswegen nehme ich mir jetzt hier immer so einzelne Strähnen, drehe die am Ansatz ein bisschen ein und wende hier dann einfach Fingercoiling an. Damit kriege ich nämlich die kürzeren Strähnen auch mit in größere und dann wirkt das alles nachher nicht so frizzy. So, und das gleiche mache ich jetzt auch auf der rechten Seite mit der Wet Brush. Das heißt, ich nehme hier jetzt auch wieder kleinere Partien von hinten, setze die Bürste relativ nah am Ansatz an, ziehe die Haare Richtung Hinterkopf und drehe die Bürste dabei ein bisschen und dann lasse ich das einfach fallen. Und das mache ich hier jetzt auch Stück für Stück, bis ich vorne angekommen bin. Und auch hier wende ich jetzt vorne bei den Haaren an der Stirn Fingercoiling an, weil ich hier das gleiche Problem mit den kleinen feinen Strähnchen habe. So, ich bin jetzt soweit fertig, was das Einarbeiten der Cream und der Styling Brushes angeht. Bevor ich aber jetzt gleich an den Trocknungsprozess gehe, werde ich jetzt noch ein Gel einarbeiten. Das ist eines meiner Lieblingsgele. Ich habe das auch schon in vielen Videos benutzt. Falls ihr das noch nicht kennt, verlinke ich euch die Videos einmal hier oben und auch hier unten in der Beschreibung unter dem Video. Während ich meine Haare lufttrocknen lasse, kann sich durch das Gel dann nämlich ein Cast bilden. Der wird die Bündelung auf beiden Seiten dann eben ein bisschen mehr schützen, wird dafür sorgen, dass die Haare nachher, wenn sie trocken sind, ein bisschen mehr definiert sind und mehr Halt haben. Und das macht es dann eben auch einfacher, die beiden Hälften miteinander vergleichen zu können. Ich werde mir jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen was nehmen, werde das in meinen Händen verteilen und werde damit jetzt einfach über die Haare streichen. So kann sich das Gel dann nämlich auf die Bündelung legen, auf die Cream legen, wird die Bündelung ummanteln und so dann eben halt auch den Cast bilden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich überall ein bisschen Gel habe, dann scrunche ich das einfach nochmal rein, um die Locken jetzt nochmal ein bisschen mehr zu aktivieren. So, und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Ich verteile das in meinen Händen und streiche damit jetzt einfach über die Haare, über die Bündelung und über die Cream. Und auch hier gilt das gleiche, wenn ich das Gefühl habe, dass ich überall genug Gel habe, dann scrunche ich das einfach noch ein bisschen vorsichtig und langsam. So, und jetzt tausche ich hier mein Handtuch einmal gegen mein Seidentuch.
Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus allen anderen Videos, in denen ich meine Haare style. Benutze ich jedes Mal, wenn ich meine Haare style. Einfach weil es eine glatte Oberfläche hat und die Haare da ein bisschen mehr drauf rumrutschen können. Sie nicht an meiner Kleidung hängen bleiben und direkt wieder frizzy werden können. Benutze ich jetzt, glaube ich, auch schon seit fast 2 Jahren. Ich setze jedes einzelne Mal darauf. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Man sieht hier jetzt auf jeden Fall schon, dass die Oberfläche einfach ziemlich glatt ist und die Haare da einfach ein bisschen drauf rumrutschen können, während sie Luft trocknen. Das ist nämlich jetzt der nächste Step. Ich werde meine Haare jetzt Luft trocknen lassen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. Bis dahin hat sich dann nämlich schon von dem Gel ein Cast gebildet und dann können wir schon mal ein bisschen sehen, wie sich vielleicht die Bündelungen jetzt verhalten haben. Danach werde ich den Rest der Feuchtigkeit dann aus den Haaren rausdiffusen, werde den Cast rauskneten, das alles ein bisschen aufschütteln und danach gucken wir uns das Endergebnis an. Ich finde auf jeden Fall jetzt für diesen Moment, dass meine Haare auf jeden Fall auf beiden Seiten schon gut aussehen. Die Locken kommen auf jeden Fall auf beiden Seiten schon raus. Was ich aber finde, ist, dass auf der Seite mit der Tangle Teaser Wet Brush die Strähnen teilweise ein bisschen dünner sind als bei der Denman Brush. Hier gibt es aber auch ein paar Bündelungen, die irgendwie dicker aussehen als bei der Denman Brush. Also es ist irgendwie schon noch ein kleines Hin und Her. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie meine Haare aussehen, wenn sie getrocknet sind und der Cast dann rausgeknetet ist. Genau, und damit würde ich auch einfach erstmal sagen, wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare sind jetzt so ungefähr zu 80-90% getrocknet. Es hat sich ein Cast gebildet. Ich glaube, das sieht man noch daran, dass meine Haare eigentlich noch ziemlich nass aussehen. Aber das ist hier tatsächlich jetzt der Cast. Hat sich auf jeden Fall einer gebildet. Die Haare sind auf jeden Fall so ganz leicht knusprig. Ich merke aber auf jeden Fall hier unten in den Spitzen noch und hier hinten am Hinterkopf noch ein bisschen, dass da eben Feuchtigkeit vorhanden ist, was ich aber gleich mit dem Diffuser dann rausdiffusen werde, bis meine Haare komplett getrocknet sind. Jetzt für den Moment sieht man, glaube ich, noch nicht so wirklich viele Unterschiede. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt so hier im Spiegel betrachte, dass auf der Seite immer noch die Strähnen ein bisschen feiner sind und dass es hier irgendwie ganz leicht voller aussieht. Wenn ich das aber jetzt so in der Kamera betrachte, dann sieht man da, glaube ich, gar keinen Unterschied. Deswegen werde ich da jetzt einfach nicht viel weiter zu sagen, werde meine Haare jetzt erstmal trocken diffusen. Dann werde ich den Cast rauskneten und das alles so ganz leicht, ganz vorsichtig ausschütteln. Und danach gucken wir uns das Endergebnis an. So, meine Haare sind jetzt komplett getrocknet. Ich habe den Cast rausgeknetet und das ganz vorsichtig so ein bisschen aufgeschüttelt. Und bevor ich da jetzt selber was zu sage, zeige ich euch das Ergebnis erstmal. Wir fangen an mit der Denman Brush Seite. Und das ist die Seite für den Tangle Teaser. Also, ich finde zuallererst mal, dass die Unterschiede eigentlich wirklich minimal sind. Ich habe auf beiden Seiten definitiv Volumen. Ich habe viele Bündelungen, ich habe definierte Bündelungen. Aber ich finde trotzdem, dass man definitiv ein paar kleine Unterschiede zwischen den beiden Seiten sehen kann. Und das ist auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich finde, dass die Locken auf der Seite mit der Tangle Teaser Wet Brush alle ein bisschen welliger aussehen, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, dass ich hier einfach ein paar mehr Wellen drin habe als Kringel, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil meine natürliche Haarstruktur natürlich immer noch rauskommt und es definitiv auch noch Locken sind. Aber bei so manchen Locken finde ich schon, dass man sieht, dass das durchgekämmt wurde, weil die Tangle Teaser Wet Brush einfach so viele kleine Noppen hat und die Haare da wirklich überall nochmal richtig durchgezogen werden. Das ist auf der Seite mit der Denman Brush nicht so wirklich der Fall. Da finde ich, dass das alles wirklich richtige Kringel geworden sind.
Was daran anknüpft, ist natürlich dann auch die Definition. Dadurch, dass es hier auf der Seite mit der Demon Rush einfach meiner Meinung nach ein paar mehr Kringel sind, halten sich die Locken einfach ein bisschen besser und ich finde auch, dass die Seite mit der Demon Rush dadurch ein bisschen mehr glänzt als die hier. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, ich bin da sowieso ein Fan von, wenn das immer nur so ein ganz leichter Glanz ist, also wirklich immer noch natürlich aussieht und nicht so krass glänzt. Aber wenn ich diese beiden Seiten eben vergleichen muss, dann finde ich die Seite mit der Demon Rush, was den Glanz angeht, einfach ein bisschen besser, weil es hier schon ein ganz kleines bisschen stumpf aussieht. Also hier könnte das schon für meinen Geschmack ein bisschen mehr Glanz sein. Wenn ich so mit den Händen durch die Haare gehe und das alles mal so ein bisschen fühle, das könnt ihr ja jetzt nicht beurteilen, finde ich, dass auf der Seite mit der Tangle Teaser Brush die Produkte vielleicht doch ein bisschen besser verteilt wurden, dass es hier gleichmäßiger geworden ist, was auch wieder dem geschuldet ist, dass man die Haare auf der Seite einfach ein bisschen mehr durchkämmt als auf der Seite mit der Demon Brush. Das ist aber kein Punkt, der mich jetzt irgendwie stört oder so, aber man sollte es auf jeden Fall erwähnen, wenn man die beiden Seiten miteinander vergleicht. Also die Tangle Teaser Wet Brush scheint die Produkte einfach durch dieses Durchkämmen noch ein bisschen gleichmäßiger in den Haaren zu verteilen. Und das fühlt man eben halt auch ein ganz kleines bisschen, aber eben auch nur minimal. Und dann fällt mir noch ein kleiner anderer Punkt auf, den ich auch schon erwähnt habe. Und zwar sind auf dieser Seite hier meiner Meinung nach ein paar mehr dünnere, feinere Strähnen als auf der Seite mit der Demon Brush. Das kommt auch wieder daher, dass es bei der Tangle Teaser Brush einfach so viele kleine, enge Noppen gibt, wo die Haare einfach noch ein bisschen mehr geteilt werden. Bei der Demon Brush hat man eben den Vorteil, dass es nur ein paar Reihen sind und ein paar Lücken, die Haare, die Bündelung also nicht so viel geteilt werden und dementsprechend die Bündelung auf der Seite mit der Demon Brush einfach ein bisschen größer sind als bei der Tangle Teaser Brush. Sieht jetzt vielleicht gerade gar nicht so schlimm aus, fällt auch eigentlich kaum auf, aber kann natürlich in den nächsten Tagen dann zu etwas mehr Frizz führen als auf der Seite mit der Demon Brush. So, das sind eigentlich so die Punkte, die mir jetzt so auffallen. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, welche Brush mir besser gefällt, welche Seite mir besser gefällt, dann würde ich wahrscheinlich bei der Seite mit der Demon Brush bleiben. Das ist einfach das Ergebnis, was für mich am besten aussieht, womit ich mich am meisten identifizieren kann. Hier kommt meine natürliche Lockenstruktur einfach ein bisschen mehr raus als auf der Seite. Klar habe ich auf der Seite auch Locken, aber hier ist eben dieser Faktor, dass manche Locken so ein bisschen durchgekämmt aussehen und dadurch auch ein bisschen gewellter aussehen als auf der Seite. Die anderen Punkte, die ich jetzt genannt habe, kommen dann eben halt auch nochmal dazu und deswegen würde ich sagen, für meinen Geschmack ist die Seite mit der Demon Brush einfach besser, deswegen würde ich wahrscheinlich auch bei der Demon Brush bleiben. Ich finde die Seite mit der Tangle Teaser Wet Brush aber nicht schlecht und deswegen würde ich hier auch sagen, wenn ihr die schon habt, zum Beispiel zum Haare waschen, wie ich das immer mache beim Conditioner, dass ich damit meine Haare richtig durchbürste und ihr sagt, ihr wollt euch jetzt nicht irgendwie noch eine zweite Styling Brush zulegen, kann ich voll nachvollziehen. Mit der klappt es ja auch. Das Produkt ist gleichmäßig verteilt, die Locken kommen trotzdem raus, die Locken sind immer noch definiert. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, die Unterschiede sind wirklich minimal und letztendlich ist es ja auch Geschmackssache. Von daher würde ich auch auf jeden Fall sagen, man kann definitiv mit der Tangle Teaser Wet Brush arbeiten. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich das Ergebnis mit der Demon Brush einfach persönlich besser finde. Und somit habe ich auch eigentlich schon alles dazu gesagt, was ich jetzt so dazu sagen kann. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren, auch zum Beispiel zu diesen Ergebnissen. Seht ihr hier jetzt vielleicht noch irgendwelche Sachen, die ich noch nicht angesprochen habe, die mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen sind? Genauso würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr zum Beispiel beide Bürsten schon mal ausprobiert habt oder nur eine davon und jetzt sagt, okay, ja, vielleicht probiere ich es mal mit der anderen oder nee, hier, ich habe meine Bürste, das ist meine Go-To-Brush und da bin ich voll zufrieden mit. Schreibt mir gerne alle eure Gedanken unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, ist das Video hier an dieser Stelle erstmal wieder beendet. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr neu auf meinem Channel seid, hi, ich bin Aniva. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video, also falls ihr nichts verpassen wollt, ist da unten der Button zum Abonnieren oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.